So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play WWE 2K14 Universe Mode. Wir sind bei einer weiteren FCW-Ausgabe. Wie ihr seht, sind nur noch zwei FCW-Ausgaben vor Money in the Bank. Wo es ja dann zu einem Money in the Bank Ladder Match kommen wird. Zu einem TLC-Match für die FCW Championship zwischen Hogan und Punk. Und ein Championship-Match wird es auch noch geben zwischen mir und Benoit. Krasse Shit, ne? So, wir simulieren die ersten paar Matches. Ramon, Mysterio, The Rhodes ist gewinnt. Razor Ramon, Piper und Goldust gegen Kurt Hennig. Und Dean Ambrose gewinnt. Briscoe, Jay Briscoe und Sting kämpfen gegeneinander. Und es gewinnt Sting. Und beim folgenden Match habe ich ein bisschen was geändert. Es war folgendes. Und zwar war Chris Benoit gegen Bray Wyatt. Fand ich ein bisschen doof. Da die es ja eigentlich im Prinzip zusammengearbeitet haben in der letzten Woche. Oder in der letzten Ausgabe. War ich so fest entschlossen, dass ich es mit beiden aufnehmen muss, sodass ich daraus ein One-on-Two-Handicap-Match gemacht habe. Also ich gegen Chris Benoit und Bray Wyatt, ich hoffe, das wird was. Ich denke, das habe ich ganz gut ausgewählt. Match starten. Ist Tag natürlich, One-on-Tag. Man will ja nicht gleich hier überheblich werden, weil ich werde sowieso verkacken. Ich bereue auf Kabel, ey, ist scheiße, ey. Kann nicht wahr sein. Ich bin gespannt, wohin das führen wird. So, ich möchte gerne hier mitspielen, danke. Ha! Hättest wohl gerne was? Hättest wohl gerne. Na? Okay. Also, ich habe niemanden zum Taggen, ey. Das ist scheiße, aber auch. Ja, ich habe mir selber ausgelohnt, ich bin Chairman, ich habe das selber gebockt, muss ich sagen. Von daher kann ich mich nicht beschweren. Ich kann mich nur beschweren, dass Chris Benoit mich letzte Woche angegriffen hat. Obwohl er nichts verloren hatte in diesem Match damals. Damals vor allen Dingen. Nein! Nein! Komm schon. Mikro wieder ein bisschen weg. Dass ich nicht ständig übersteuere. Also mache ich sowieso. Tut mir leid. Jetzt gibt es hier den ersten Tag. Und als wäre es auf normal noch nicht schwer genug. Oder lang genug. Bin ich mal gespannt, wie lange es dauern wird, bis ich sie beide irgendwie fertig kriege. Oder mit zumindest einen und den anderen abgelenkt bekomme. Irgendwie sowas. So natürlich nicht. We know one thing. Badam. Na, komm her. Das war wohl nichts, überhaupt nichts. Nein. 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 Oh, dich habe ich nicht angewählt. Aber mal überhaupt nicht. Nein. Zack. Jetzt nochmal probieren. Jetzt kann doch nicht wahr sein, dass er immer meine Fake Irish Whips kontert. Was war das denn? Habt ihr gesehen, wie er gelaufen ist? Da war Bray Wyatt sich anscheinend nicht so sicher. Da war er sich nicht sicher, der Bray. Oder Husky Harris. Ja, tag doch. Er taunt eine Runde. Mir doch egal. Dann gibt es einen starken Irish Whip. Und dann Kreuzi Greppel hinterher. Kann ich nur DDTs oder was? Nach oben, nach unten, nach links. Das sind nur DDTs. Das kann er irgendwie nicht angehen, oder? Oder brauche ich dazu irgendeine Fähigkeit, um spezielle Moves ausführen zu können? Da müsste ich eventuell nochmal gucken, wie das geregelt ist. Gibt schon wieder einen Tag. Arbeiten ganz gut zusammen. Und haben auch nicht so viel Stolz, dass wir alleine kämpfen wollen nur. Das war sie ziemlich unschlau wieder. Mann, Mann, Mann. Franz, du lernst es auch nicht, ne? Du lernst es einfach nicht. So, dahin bitte. So, nach rechts. Schon wieder ein DDT. Was soll denn das? Oder kriegt die nicht hoch? Nee, glaube ich an. Glaube ich nicht, dass die nicht hoch. Na gut, bei Bray Wyatt bin ich mir nicht sicher. Warte mal. Müsste ich ja nur DDTs hier haben. Oder. Keine Ahnung. Mal gucken. Mal gucken, was hier eingestellt ist. Mal gucken, ob ich wirklich keine Lifting Moves machen kann. Was? Spinnst ja wohl. Spinnst! Muss jetzt kommen. Ja, ist auch kein Lifting Move.
Nochmal probieren. Lass mich doch mal. das geht natürlich, ne? Aber wir haben einen Comeback-Moment. Und nach oben. Geht auch nicht. Nein. Und nach unten. Wird erstmal gekontert. Comeback will ich noch nie einsetzen. Wir sind kurz vorm Finisher. Na so. Ihn müsste ich aber hochkriegen, theoretisch. Nein! Jetzt lass mich doch mal. So, jetzt muss aber doch mal ein Move gelingen. Ja. Hat gut geklappt. Hat sehr gut geklappt. Jetzt lass mich doch mal. Na! Ich sehe unser Schaden. Was? So viel Schaden haben wir schon genommen? Das ist aber krass. Echt krass. Wir sind. Hört ihr dann einen Blau? This is awesome! Ich weiß nicht, ob ihr den hört. Und jetzt kommt ihr das Cover. Anscheinend gleich. Kommen wir da wohl nochmal raus. Gut. Glück gehabt. Ich habe Angst gehabt. Nein. So nicht. So jetzt. Zeigt doch mal was anderes als einen verkackten DDT. Ja, denn halt nicht. Du spinnst ja wohl. Du spinnst ja wohl richtig. Ich hab gleich. Finisher! Ich hab gleich einen Finisher. Na! Zu früh gedacht. Wehe, macht den Jump Move und dann gleich Cover. Das wäre doof, denn verschwende ich ja meine Resiliency. Oh, macht er doch. Nein! Nein! Ha! So, nehme ich Trouble in Paradise. Boom! Jetzt muss noch in der Mitte ziehen. Das sieht nämlich ganz gut aus. So, Cover, aber Crystal Moore wird eingreifen. Und wird erstmal bei 1 gelöst, das Cover. Comeback werde ich immer noch nicht einsetzen. Das könnt ihr vergessen. Ohoho! Sehr schön. Fick dich doch mal. Langsam mal die Schnauze voll von dem Mist hier. Doch nicht, mein Freund. Hat er schon wieder Chris Benoit automatisch anvisiert? Das habe ich nicht gewollt. Oh. Zack, zack, zack. Zack! Dann halt irgendwas. Russian Leg Sweep geht auch. Komm, Signature Move, endlich mal. Endlich mal irgendwas alleine geschafft. In 8 Minuten oder was auch immer. Dieses Match schon geht. So, jetzt. Ist deine Screwdriver oder irgendwas zeigen, so, ne? So, könnte klappen. Bloß, dann müsste ich Chris Benoit irgendwie umhauen noch. Vorher. Müsste klappen. So, jetzt nur noch Cover. Und das ist der Sieg hoffentlich. 1, 2, 3. Hat es Chris Benoit nicht mehr geschafft. Aber Franz hat es geschafft, dieses Match zu gewinnen. Against all odds. Schaffen wir das Ding hier. Zu meistern. Sehr schön. Da bin ich sehr stolz auf mich, muss ich sagen. Hätte ich mir eigentlich nicht zugetraut. Eigentlich nicht, nein. Eigentlich nicht, nein, nein, nein. So, ja. Haben wir alles gesehen. Nochmal das finale Cover. Boom! Kommt noch eine Cutscene. Bloß, das ist eine Winning-Sequenz. Sehr schön, sehr schön, sehr schön! Vielen Dank, meine Fans, vielen Dank. Gut. Sehr schön. Und jetzt kommen wir. Oder das nächste Match. Müsste wieder irgendwas mit Hulk Hogan vs. CM Punk zu tun haben. Hoffentlich wird nicht wieder ein Singles Match kommen. Ich habe schon mal erwähnt, dass die Rivalitätsmatches ganz schön kacke sind. Irgendwie.
Irgendwie so, ne? Und wir machen daraus mal ein Tag Team Match. Und zwar frei bearbeiten, wo die beiden aber sich gegenüberstehen. Tag Team Match. Und wir mixen Tag Team Match, warum auch nicht? Wir haben zwar keine Divas hier im Spiel, oder im Roster jedenfalls. Aber Mixed Tag Team Match können wir ja mal zeigen. So, CM Punk. Wo ist er? Hier. Mit wem an der Seite? CM Punk ist in diesem Fall... hier? AJ. Und Hulk Hogan. Wo ist er? Da ist er. Kriegt der WrestleMania 9 Teil, was auch immer. Und wen kriegt er als Face? Nehmen wir Natalya. Nehmen wir Natalya. Gut. Na Leute, dieses Match werden wir dann in der nächsten Folge sehen, wenn es wieder heißt Let's Play WWE 2K14 Universe Mode. Bis morgen um 16 Uhr und vergesst doch bitte nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben. Bis dann, euer Franz, euer Verzockt, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss. I'm screaming!